Willkommen, abonnieren Sie den Kanal, um die schnellsten Nachrichten des Tages zu erhalten. Ganz schön fies. Bei DSDS schoss Pop-Titan Dieter Bohlen gegen Schlager-Queen Helene Fischer. Am Samstagabend war es endlich soweit. Florian Silbereisen saß zum ersten Mal in der DSDS-Jury neben Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Oana Nechiti. Der Schlagersänger schlug sich gut, erzählte sogar von seiner Ex-Freundin Helene Fischer. Es gibt einen Grund, warum sie so erfolgreich ist. Sie ist mit Abstand die perfekteste. Die hört nicht auf zu proben, wenn alle ins Bett gehen, macht sie weiter. Wenn alle am Ende sind, sagt sie von vorne, schwärmte er. Doch einer fand nicht so lobende Worte für Helene, Dieter Bohlen. Dieter Bohlen ätzte gegen Helene Fischer. Nachdem Kandidatin Chiara D'Amico den Song Mein Herz von Beatrice Egli zum Besten gab, konnte sich Dieter einen Seitenhieb nicht verkneifen. Tja, also dieser Titel ist das, was seine Ex nie hatte, eine Nummer 1 in den Singlecharts, stichelte der Musikproduzent in Florians Richtung. Autsch. Helene Fischer ist Deutschlands Schlagerqueen. Fakt ist, Helene ist trotz fehlender Nummer 1 extrem erfolgreich. Mit mehr als 16 Millionen verkauften Tonträgern zählt sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands, füllt regelmäßig die großen Hallen. Bei so viel Erfolg kann ihr Dieters Seitenhieb herzlich egal sein. Danke fürs Zuhören.